Leute, Falmer Weekend, wie ihr seht, mir geht's wieder ganz gut und vielen Dank für die ganzen Kommentare von euch und ganz lieb, dass ihr mir helfen wollt natürlich. Ich weiß, glaube ich, schon, woran es ein bisschen liegt mit der Migräne in letzter Zeit. Das Wetter, ich bin halt sehr, sehr empfindlich und ich habe auch keinen Sport mehr gemacht und das hatte mir sehr, sehr geholfen. Also als ich regelmäßig Sport getrieben habe, hat das mir sehr gut geholfen. Ich hatte überhaupt keine Migräne mehr. Also bei mir liegt es schon so an der Wirbelsäule. Ich hatte ja seit Kindheit an schon Migräne, also nur, dass ihr das wisst. Nochmal ganz kurz zum letzten Video. Manche hatten mir auch in den Kommentaren geschrieben, ob ich nicht vielleicht hochsensibel sei. Also sowas gibt es. 20% der Menschheit ist hochsensibel. Ich habe mal nachgeforscht und da gab es so einen Test, habe den gemacht und ja, es kam raus, ich bin hochsensibel. Aber das war mir auch schon klar. Also ich wusste nicht, dass es so eine Bezeichnung dafür gibt. Ich weiß jetzt auch nicht, weil ich damit anfangen soll, wo ich jetzt weiß, dass ich das jetzt bin. Das sah für mich jetzt einfach nur so aus, als wollten ihre Bücher da verkaufen. Keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht, was es mir jetzt bringt, dass ich das jetzt weiß. Jetzt wisst ihr es auch. Toll. Also ich muss mich vielleicht noch mehr damit auseinandersetzen. Keine Ahnung. Hier ist schon wieder Reis. Meine Mama kommt gleich oder hoffentlich gleich. Ich weiß nicht, wann sie kommt. Sie hat gesagt, nach ihrem Arzt. Ich hoffe jetzt bald. Wir wollen nachher dann auch noch oder auf jeden Fall das Wochenende noch Hallo Hallo machen. Super Bock da drauf. Fun Fact, ich kann überhaupt keinen Reis kochen. Deswegen hatten wir immer einen Reiskocher. Ich glaube, ich kaufe mir auch jetzt wieder mal einen, weil der ist sehr matschig geworden. Ich hasse sowas. Also ich esse auch kaum noch Reis. Wenn, dann immer nur Naturreis, dann hole ich mir den im Beutel fertig aus, die Maus. Ne? Ich bin außerdem nicht nackt, gell? Also falls ihr das denkt. Ich habe einen Buddy an, so. Man sieht das nur kaum, ne? Also ich renne hier nicht nackt rum und laber mit euch. So crazy ist das jetzt auch noch nicht geworden. Die Mutter ist immer noch nicht da. Ugh, ich hasse sowas. Ich hasse Warten über alles. Naja, deswegen mache ich es mal selbst jetzt. Ich kann nicht mehr, ich habe so einen Hunger. Hier habe ich dieses Nori-Blatt, da habe ich den Reis draufgelegt. Jetzt mache ich einfach Avocado rein. Ich habe extra vom Asiamarkt nämlich diese japanische Mayonnaise geholt, die mir sehr gut schmeckt. Also ich mag die ganz gerne. Und das wollte ich so ein bisschen, ja, so einen Krabbensalat quasi machen, den ich dann da reinlege mit Gurke und Avocado. So habe ich mir das vorgestellt. Der Reis ist jedenfalls etwas matschi-matschi. Ich überlege vielleicht auch noch weiteren zu kochen nochmal. So, aufgeschnitten, eins probiert, zu matschig, ich mach den Reis nochmal. Meine Mutter ist jetzt endlich da. Sie hat den Reis gemacht und sie sagt, ja, ich bin Asiatin, ja? Und ich bin auch Asiatin. Sagt sie, du Halbasiatin, nur deswegen kann ich es nicht, aber der ist gut, sieht gut aus. Ja, der ist wirklich gut. Sushi-Vinegar rein. Das ist einfach nur, kann man auch selber mischen, das ist einfach nur Salz, Zucker, Mirin und Reisessig, glaube ich. Ja, habe ich auch sogar alles da, einzeln. Ich könnte auch einzeln. Aber egal, jetzt habe ich das schon so fertig. Würzen, cooked, Mama schneidet. Ich habe gerollt. Läuft jetzt mit dem Reis. Wobei, wir haben noch nicht probiert. Aber das ist schon mal die Ausbeute bisher. Sieht sehr gut aus. Yummy. Also Flusskrebssalat, ich habe einfach diese Flusskrebse genommen, ne? Diese japanische Mayo reingegeben, Limettensaft und Salz und Pfeffer, fertig. Episch! Das sieht so gut aus, oder? Ich bin stolz auf uns, Mama. Haben wir schön gemacht. Sehr schön. Jetzt muss es nur noch schmecken, aber ich glaube, das tut's, weil ich habe schon sehr viel genascht. Ich habe jetzt gar nicht den Geschmackstest mit euch gemacht, aber es schmeckt genial. Ich habe nämlich schon 1000 Stück davon gegessen. Schmeckt echt gut. Vielleicht das nächste Mal mehr Varianten. Wir haben ziemlich so alles das Gleiche. Aber das ist so das Liebste, wie ich es mag einfach. Man kriegt das. Also ich kann das so nie wirklich bestellen. Deswegen freue ich mich natürlich, das jetzt selbst zu machen. Das ist ja auch immer das Geile am Selbstmachen. Man kann es dann immer so machen, wie man es am liebsten hat oder mag. Weil man kann es manchmal nicht so kaufen, ne? Und jetzt Hallo Hallo. Geil. Fehlt nur Ube, ich habe das leider vergessen. Mist, schade. Hallo Vegans. Und ich habe was entdeckt. Was ist das? Chocolate Chip? Achso, Chocolate Chip Cookies. Soll ich das mal probieren? Cookie Dough einfach nur. Snickerdoodle. Die mag ich sehr gern. Kann ich euch sehr empfehlen. Schmeckt sehr, sehr gut. Ich guck noch rum. So, da bin ich wieder hier und kann nur empfehlen, die sind so gut hier. Die sind super geil, schmeckt so gut. Und die hole ich wieder. Okay, jetzt kommt das, warum ich eigentlich zum Vegans wollte. Und zwar, oh mein Gott, diese Teile hier.
Die sind so geil. Ich weiß nicht, ob das Ellie's oder Eli's heißt. Earth Bars. Die sind so geil und wir haben hier drei Varianten. Ich weiß nicht, ob es nur drei generell gibt oder ob der Vegans nur drei hat. Die eine Variante ist sogar jetzt gerade im Sale gewesen für 99 Cent und es schmeckt so gut. Das sind einfach solche Schokoriegel, die wie Mars oder Snickers, sowas in der Art gemacht sind, aber eben vegan aus Reismilch und schmeckt so, so gut. Die beste vegane Schokolade, die ich bisher hatte, schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und auch das da drinnen, also hier ist einmal mit Peanut Butter Crunch und Karamell. Kann ich nur empfehlen, also wenn ihr irgendwie da hinkommen solltet, könnt, dann schnappt ihr euch. Leider, also ich glaube online gibt es die nicht, weil ich habe schon mal danach gesucht, weil ich auch nicht mal da hinkommen kann. Dachte ich mir, bestelle ich die mal online, aber ich habe es leider nicht gefunden. Deswegen, also bei Edeka gibt es die wohl auch und auch online, das habe ich gesehen, aber nicht alle Sorten. Also könnt ihr da mal schauen. Ich habe mir übrigens das hier selbst gemacht. Einfach mit Klettverschluss. Das ist einfach nur so ein Fake-Lederband in Rosigold. Das hatte ich mal vor längerer Zeit in ganz viel, also ich habe ganz viel davon mal gekauft für Amber Beauty, damals meinen Online-Shop, wo ich noch dachte, das könnte ich für irgendein Modell oder so benutzen, für zukünftige Sachen oder so. Und damit habe ich nie was gemacht, aber dafür ist es jetzt genial. Und das ist einfach eine lange Kette, die ich zweimal geschnürt habe und dann wird es auch so Joker-like. Also, einfach mal die langen Ketten durchsuchen. Man muss gar nicht neue Sachen kaufen oder so. Ja, nur so als kleiner Tipp. Pass doch mal bei hier essen gehen. So wie man vor uns auch. Das macht Hotdog, gell? Ich hab zum Glück schon gegessen. Boah, ist so voll. Nur für so einen Hotdog, bis jetzt da anstehen. Diese Limonade mag ich übrigens sehr. Ich trinke nicht oft anderes, außer Wasser und Tee. Aber wenn, dann mal sowas, nicht schlecht. Die sind sehr gut. Nehmen oder nicht nehmen, das ist die Frage. Honey. Und wie schmeckt's? So, jetzt sind wir im Ikea. Wir suchen gerade nach Spiegeln. Übrigens haben wir jetzt eine Couch, die aber erstmal 100 Jahre braucht, bis sie ankommt. Also nicht von Ikea, sondern von woanders. Von wo hatte ich die bestellt? West Wing, genau. Bei West Wing habe ich sie bestellt. Dauert aber noch Wochen, 10 Wochen oder so, bis sie kommt. Naja. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier noch gibt. Also auf jeden Fall so ein ganz komisches Spiegel wäre mal nicht schlecht. Dann könnte ich euch auch mal immer mein Outfit und sowas zeigen. Allein schon deswegen. Und dann könnte ich auch mal mein Outfit wieder sehen. Ich weiß nämlich seit Wochen gar nicht, was ich anhabe, richtig. Aber irgendwie nicht so cool. Weiß ich nicht. Der ist viel zu schmal. Der verzerrt mich etwas. Weiß ich nicht. Und der ist auch ein bisschen schmal. Und ich mag nicht so gern das Holz. Toll. Fällt alles aus. Sieht so cool aus. Voll schön. Und ich hab so einen Durst. Jetzt kamen die guten Lemonade doch noch mit. Die sind sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr lecker. Ich habe alle Sorten schon probiert. Am liebsten mag nicht, ich weiß nicht, variiert immer, aber das ist so am allergeilsten. Ich glaube Maracuja war das oder so. Scheiße, jetzt kann ich es nicht drehen. Ich glaube es war Maracuja. Ja doch. Maracuja. Yeah. Und wieder zu Hause. Wir haben eigentlich nichts Spektakuläres gekauft. Wir brauchten halt unbedingt, Moment, lieber so, wir brauchten halt unbedingt einfach Regale fürs Büro. Nichts, wie gesagt, Spektakuläres. Die haben wir eben. Das sind drei Regale, einfach so für Ordner, ne? Die blöden Ordner immer. Was ist das hier? So Untersetzer für Töpfe. Und sieht auch so, finde ich, sehr schön aus. Bringt halt ein bisschen Muster ins Spiel. Ich mag das sehr ganz gern. Die Limo hat nicht so sehr gehalten. Wir hatten so einen Durst. Obwohl, hier ist noch ein bisschen. Kann ich noch trinken. Das, also mein Lieblingsraum hier in der Wohnung ist ja das Bad. Ich liebe das Bad total. Und der passt perfekt, weil der eben aus Holz ist. Das passt dann zu dem Bad. Ich habe es ja so ein bisschen Jungle-mäßig. Apropos Jungle, da passen halt auch solche Körbe ganz gut. Ist da eine Kobra drin? Nein. Das sind halt solche kleineren, mittel und groß. Ist ganz süß, um Sachen zu verstauen. Peaches muss wieder glotzen. Ja, oh, magst du auch, gell? Magst das Körbsche. Kommt auch ins Badezimmer an, allerdings ins andere. Da haben wir auch so ein, eigentlich ein ähnliches Regal wie in dem, was ich euch schon mal gezeigt habe. Und da kann man dann so Kram verstauen. Achso, und wir haben noch eine Lampe geholt. Oh nein, wusste ich doch, jetzt musst du rein und kratzen. Nein, Peaches. Ey. Nein, das ist nicht deins. Och. Auch wenn du perfekt da reinpasst, ist das nicht deins. Nein, guck mal. Posing, aha.
Obwohl, es sieht schon sehr, sehr süß aus. Okay, eventuell wird's deins. Oh mein Gott, so kriegst du mich immer, gell? Obwohl, das wäre schon süß, gell? So eine Decke rein. Och Gottchen, guck mal, wie süß er da drinnen liegt. Perfekt. Und das war dann noch die Lampe. Einfach auch fürs Büro. Und wir dachten, so ein bisschen mehr Farbe wäre vielleicht nicht schlecht. Das war dann der IKEA-Einkauf. Es ging mir um die Regale, habe ich ja gesagt. Aber die anderen Sachen sind auch noch okay. Weil ein bisschen fürs Bad, wie gesagt, und fürs Büro ist eh nicht schlecht, wenn da noch was reinkommt. Das war's mit dieser Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Jetzt im Anschluss kommt noch ein bisschen was von letzter Woche. Falls ihr es nicht gesehen habt, ihr könnt das gerne anklicken. Dann seid ihr up to date. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Tschüss. Nein, ich hatte nicht Französisch. Ich hatte nämlich gewählt, ja, ich bin einer von den anderen, Latein.